Hi. Ich nehme an, du bist der Paul. Richtig. Und du? Hi, Sunny. Wir versuchen, Aufgaben zu lösen. Mal die ganzen digitalen Stellen abklappern und mal schauen, wo die VAG schon überall digitale Technik einsetzt. Kontaktiere lieber deinen ersten Joker im Chat über die Nymo-App. Das macht nicht der Busfahrer, der was schickt. Der hat natürlich andere Sachen zu tun. Wir haben dafür bei uns ein spezielles System, das nennt sich MISS. Ja, glaube, ich hab's geschafft. Da haben wir sie. Steige hinauf auf die DJ-Kanzel und groove dich erstmal ein auf den Sound der U1. Wenn's bei dir dann oft genug Klick gemacht hat, prüfe die Herzfrequenz einer Weiche und schreite ein, bevor sie außer Takt gerät. Wechsle dazu an einen Ort, an dem du in aller Ruhe und auf kleinem Raum die U3 rechtzeitig zum Wenden bringst. Schließlich muss sie dich sicher und pünktlich an dein letztes Ziel in Nürnberg bringen, das Josefs. Ich glaube, der erste Schritt in der Aufgabe wäre, da hoch zu kommen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ich bin der Markus. Ich bin der Paul, hallo. Das freut mich, dann bist du mein Joker. So, hier der Technikraum vom Stellwerk Schafreiter Ring. In meiner Aufgabe geht es darum, wenn irgendwas Klick macht. Und jetzt habe ich schon ein bisschen im Hintergrund gehört, hier um mich rum, da klickert's und klackert's immer regelmäßig. Was ist denn das? Was macht da dieses Klickgeräusch und was steuert das? Oder? Ja, das sind diese Relais und Relais sind einfach Schalter, die übers Magnetfeld umgeschalten werden. Okay, spannend. Okay, spannend. Ich soll dann hier am Ende meiner Aufgabe noch eine U-Bahn wenden. Und da würde mich mal interessieren, wie funktioniert das? Wie ist da das Prinzip? Hier sieht man jetzt erstmal auf der Meldetafel den Streckenbereich Langwasser Mitte, Schafreiter Ring und Langwasser Nord. Und man sieht eben auch die schwarzen Balken hier. Das sind die Gleise. Haben wir jetzt im Schafreiter Ring 4 Stück. Das Rote hier sieht man, da ist jetzt gerade ein Zug und die gelben Lämpchen hier, die zeigen an, da darf der Zug fahren. Der hat jetzt auch ein grünes Signal. Diese ganze Technik wird eben gesteuert durch lauter Relais bei uns. Hier sieht man jetzt, für eine Weiche ist eine riesen Baugruppe mit über 30 Relais notwendig und auch mit einem Schütz. Und das Schalten dieser Relais ist dann auch der Grund, warum es hier immer so klackert. Und ich soll dann noch die U3 auf kleinem Raum zum Wenden bringen. Das Stellwerk hier zum Beispiel wird jetzt gerade im Fernsteuerbetrieb aus der Leitstelle gesteuert. Aber wir haben auch einen Rückfallbetrieb und dann kann man es vom Stelltisch vor Ort einstellen. Und das wäre oben in der Kanzel. Ja, hier sind wir jetzt in der Kanzel, von der du schon viel gehört hast. Ne? Und, ja. Hier ist dieser Stelltisch, von dem wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Das schaut ja genauso aus wie unten das Bild da an der Wand. Genau, hier allerdings hat man die Möglichkeit, das Ganze auch zu bedienen. Wenn ich jetzt mit dem Zug von hier auf das andere Gleis rüberfahren möchte, dann muss ich einfach die beiden Tasten drücken, dann stellt sich der Fahrweg und die Weichen stellen sich automatisch um. Also wenn ich dann quasi von hier nach hier den Zug fahren lassen wollen würde, dann geht hier ein Signal an die jeweiligen Weichen und die stellen sich dann automatisch quasi um. Die Aufgabe, da soll ich ja die U3 zum Wenden bringen in meiner Aufgabe, das wird vermutlich von hier oben schwierig. Für die U3 haben wir schon modernere Technik und die könnten wir uns, denke ich, am besten im Stellwerk Sündersbühl mal ansehen. So, jetzt sind wir im Stellwerk Sündersbühl. Okay. Hier schaut es ja jetzt ganz anders aus wie in Langwasser. Hier stehen jetzt so andere Kästen und das schaut auch alles ein wenig moderner aus.
Ja, das ist jetzt modernere Technik, elektronisches Stellwerk haben wir hier. Hier haben wir eine Bauplatte, belegt nur einen Slot, die Weichenantriebe steuert. Das heißt, ein so ein Streifen hier ist das gleiche wie da ein so ein großer klackender Kasten im Schafreiterring. Und hier klackert es ja jetzt auch nicht mehr, hier ist eher so ein Surren. Und kann man das dann hier auch so mit so einer Tastentafel steuern wie am Schafreiterring oder ist das hier auch anders? Da sind wir auch moderner. Ich habe hier meine Gleise dargestellt. Auch im elektronischen Stellwerk ist natürlich so, dass das von der Leitstelle aus bedient wird. Und als Rückfallebene können wir auch wieder hier vor Ort an diesem PC bedienen. Und diese weißen Linien, das sind jetzt zum Beispiel die Weichen, wo man dann quasi vom einen Gleis aufs andere rüberfahren könnte. Ja, jetzt habe ich schon mal das mit der U3, das, wie man die wenden würde, rausgekriegt. Und jetzt habe ich ja noch einen Aufgabenteil. Und zwar soll ich die Herzfrequenz einer Weiche prüfen und einschreiten, bevor sie außer Takt gerät. Das klingt ja irgendwie so ein bisschen nach Gleisbau oder so, Gleisbauwerkstatt. Gut, dann würde ich den Kollegen, wenn das möglich ist, gern mal als Joker sprechen. Ja, bitteschön. Tschüss. Ade. Servus, ich bin der Paul. Der Andreas. Wie kann man denn so erkennen, dass es den Weichen allen gut geht und dass das alles noch funktioniert, dass da auch kein U-Bahn-Zug entgleist? Weil das ist ja ein Teil meiner Aufgabe. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Ja, dafür habe ich das Weichendiagnosesystem, das kann ich dir dann mal zeigen. Also hier haben wir jetzt das Stellwerk Sündersbühl, die ganzen Weichen sind hier aufgelistet. Da kann man jetzt dann zum Beispiel auf die einzelnen Weichen gehen und schauen, wie es denen geht. Woher weiß jetzt dein Computerprogramm, wie das jetzt an der Weiche da ausschaut und wann die wie umgelaufen ist? Da gibt es einen Sensor, der misst quasi den Druck an der Weiche. Und jetzt ist ja hier viel grün und so ein paar rote Balken. Was bedeuten jetzt die roten? Also die roten Balken heißt in dem Fall, dass die Weiche nicht umgelaufen ist. Also dass da entweder was drin lag oder vielleicht irgendein Motorproblem hatte oder irgendwas in der Art. Hier die grüne Kurve ist die normale Kurve, wie es normalerweise hätte laufen sollen. Und das rote ist, so ist es gelaufen. Normalerweise hast du hier einen geringeren Strom. Und hier ist aber angestiegen und hoch geblieben. Das heißt, der Motor hat richtig arbeiten müssen. Also sitzt da ja Tag und Nacht jemand an so einem Rechner und beobachtet die einzelnen Weichen, oder? Nee, also die Leitstelle oder alle Leute, die quasi Zugriff auf dieses Programm haben, bekommen dann eine E-Mail, dass die Weiche Endlagenstörung hat. Das ist jetzt im Konkreten welche Weiche, also wo liegt die? Das können wir jetzt im Plan schauen. Hier steht die Weiche 57, Sündersbühl. Mhm. Dann sind wir hier auf Weichenübersicht. Das wäre jetzt hier, also bei Großbeut. Die ist ja auch schon täglichen Betrieb wichtig, weil die kommen ja hier aus der Innenstadt, die U-Bahn, und müssen ja dann hier quasi wenden. Also die fahren ja dann auf Gleis 1 und dann auf Gleis 2 wieder einwärts. Das heißt, wenn die jetzt gestört ist, dann müssten die Leute in der Leitstelle die Züge schon an der 555 hier auf Gleis 2 umleiten, dass die dann quasi auf Gleis 2 eine Bahnsteigwende durchführen und dann wieder statt einwärts fahren. Genau, weil auf Gleis 2 fahren sie dann wieder zurück. Dann würde ich jetzt hier die Weiche 55 stellen, dass dann der Zug von der Innenstadt hier auf Gleis 2 seine Kurzwende machen kann. Dann würde ich jetzt hier mal die Weiche 55 am Computer umstellen. So, von da zu der 14. Ja. Dann füllen wir das aus. So. Dann habe ich jetzt, glaube ich, meine Aufgabe gelöst. Das ist schön. Jetzt habe ich das alles geschafft. War sehr, sehr wissensintensiv. Bin fast ein bisschen wehmütig, dass es schon vorbei ist. Schauen wir mal, was die Susanne so gemacht hat. Wenn du dich hier anlehnst, dann spürst du, dass der Druck größer wird. Das ist besonders. Ja, wer ist erstockend?